Hallo, ich bin der Luis Ullmann, bin 19 Jahre alt und mache hier eine Ausbildung zum Fertigungsmechaniker. Bin jetzt im zweiten Lehrjahr und habe meine Zwischenprüfung hinter mir. Also im ersten Lehrjahr ist man viermal in der Woche in der Schule und einmal, also donnerstags bei den Fertigungsmechaniker im Betrieb. Montag und dienstags hat man immer Theorieunterricht und Mittwoch und freitags immer Unterricht in der Lehrwerkstatt in der Schule. Im zweiten Lehrjahr ist man dann, zweiten und dritten Lehrjahr ist man dann, hat man dann Blockunterricht. Also zum Beispiel jetzt 3 Wochen Schule, dann wieder 6 Wochen ist man dann wieder im Betrieb und dann wieder 3 Wochen Schule. So, die meiste Zeit ist man am Band. Zum Beispiel bei der Tragrahmen, da muss man dann hier, sieht man hier gerade ein bisschen schlecht, aber alle Hydraulik, alle Leitungen anschließen, dann die Spritleitungen verbinden mit dem Pulli, dann nur Motor einsetzen und für Prüfungen lernt man dann das Fräsen, Drehen, Bohren, das alles. Natürlich die Pistenpullis, auch die Strandreiniger haben mich schon immer fasziniert. Und weil mein Opa einen Skilift hat, haben wir 2 Pistenwalzen daheim und bin dann früher immer mitgefahren. Jetzt fahre ich selber Pistenpulli und seit ich 3 bin, fahre ich auch Ski im Gebirge. Die Fahrzeuge haben mich schon immer fasziniert und wollte schon immer zu der Firma.